Eli Manning stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Auch wenn der 27:23-Sieg der New York Giants über die San Francisco 49ers erst im Super Bowl-Champion von 2011 im Playoff-Rennen nicht mehr weiterhelfen dürfte, wurden im Monday Night Game zwei Sachen klar. Die Giants können doch noch gewinnen und Manning, 37, kann sein Team in der Crunch-Time immer noch zu einem Sieg führen. Denn 2:46 vor Ablauf der regulären Spielzeit sah es so aus, als würden die Giants wieder mal ein Spiel kurz vor Schluss aus den Händen geben. Manning beweist Crunch-Time-Qualitäten. Kicker Robbie Gould brachte die 49 erst mit einem 30-Yard-Field-Goal mit 23:20 in Führung, nachdem das Team aus Kalifornien schon mit 10:20 zurückgelegen hatte. Doch dann folgte Mannings großer Auftritt, der 53 Sekunden vor Schluss mit einem Touchdown-Pass auf Receiver Sterling Shepard endete. Für Manning, der 19 seiner 31 Passversuche für 188 Yards an den Mann brachte, war es der 36. Game-Winning-Drive seiner NFL-Karriere. Nur Ben Roethlisberger und Drew Brees, beide 40, haben mehr auf dem Konto, beide Teams ohne Playoff-Chancenanzeige. Die NFL bei DRZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Die Vorzeichen vor der Partie waren klar. Beide Teams werden im Kampf um die Playoffs keine Rolle mehr spielen. Die Tabellen der NFL, immerhin hatten sich die 49 erst vergangene Woche mit einem 34:3-Sieg gegen die Oakland Raiders nach zuvor 6 Niederlagen in Folge eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Giants warteten seit 5 Spieltagen auf einen Erfolg. Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern, hier geht es zum Showpodel Beckham Jr. Überragt neben Manning drückte Superstar Odell Beckham Jr. dem Spiel seinen Stempel auf. OBJ fing zum ersten Mal seit Anfang der letzten Saison 2 Manning-Pässe in der Endzone. Mit 73 Receiving Yards bei 4 Catches führte der 26-Jährige sein Team an. Rookie Saquon Barkley, 20 Touches, erlief 67 Yards. Auf der Gegenseite tauchte Running Back Matt Breider zweimal für die 49 erst in der Endzone auf. Insgesamt zeichnete der 23-Jährige für 101 Yards Raumgewinn verantwortlich. Tight End George Kittle war mit 83 Yards bei 9 gefangenen Pässen San Franciscos bester Receiver. Beide Teams stehen nun bei 2 Siegen. San Francisco 2-8 hat nächste Woche spielfrei, New York 2-7 empfängt die Tampa Bay Buccaneers. Punkt. Der Spielplan der NFL, jetzt die Sport 1 App herunterladen.